Ich habe das Handy, aber von Horatio keine Spur. Da muss irgendwas sein. Keine Spur, aber eine Überwachungskamera. Okay, ja. Ich zapf die Kamera an. Drehen wir den Timecode zurück und sehen, was passiert ist. Da ist er. Wer zur Hölle ist der Typ? Verschwinde da, Horatio. Ja! Scheiße! Okay. Wehr dich, Mann! Ich glaub das Scheiße. Nicht. Scheiße! Verdammt, die kidnappen ihn! Wir müssen herausfinden, wer die sind. Los, Gesichtserkennung, Josh! Fuck! Das ist ziemlich deutlich. Luis Trevino. Er ist ein Mitglied der Tescas Gang. Die Tescas? Oh, scheiße. Wir müssen wissen, wo Trevino ist. Ab seine Nummer. Die GPS-Daten konzentrieren sich auf ein Gebäude. Ist auf deiner Karte. Okay. Streetflex. Ist der John Ryan? Painstock. William Fine. Hier, Axel Boardshop. Und gucken, was der so hat an Klamotten. Und dann gucken wir mal, wo unser Kumpel geblieben ist. Ja. Oberteil. Scheiß auf den Typen, wie auch immer er heißt. Dämliches Rumgerede über das Aufräumen in Chinatown. Dieses Bleichgesicht und seine fetten, reichen Freunde sollen ruhig so weitermachen. Sie werden unsere Familien sicher nicht auf die Straße setzen. Mit den Typen werden wir schon fertig. Sie unterschätzen uns jedes Mal. Das ist viel zu eng, ey. Brille. Meine Freundin sagt immer, ich hätte keine emotionale Intelligenz. Aber ich habe einen Master. Und das soll nicht reichen? Was zum Teufel ist emotionale Intelligenz? Nett und lieb zu sein bezeichnet man jetzt als Intelligenz? Sie geht mir langsam echt auf den Zeiger mit dem Zeug. Das ist doch wieder so ein Geschwafel von diesen Esoterikpfeifen, die glauben, damit einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wege, die Verordnungen zu umgehen. Ganz ehrlich, vertrau mir, keine Sorge. Sag ihnen einfach, was ich dir gesagt habe. Die kleinen Vermieter sind wie diese Köter, die jedes Bein berammeln müssen. Sie glauben, bei den Großen mitmischen zu können, wegen des Baubooms. Sie wollen ein Stück vom Kuchen und würden dafür einfach alles tun. Denen werden wir es zeigen. Wir holen uns den größeren Anteil. Dann können sie zurück auf ihre Müllhalde oder das T-Shirt anziehen. Florida. Verdammt! Geh durch den Hintereingang. Steckst du dich hier an? Hinten durch. Rede mit Joe, der lässt dich rein. Im Club hinten geht sowieso die bessere Party ab. Die schicken Ladies sind wieder hier. Sie machen zwei Shows vorne im Club, aber im hinteren Raum treten Tänzerinnen auf. Sie haben ganz neue Mädchen dabei. Und die sind mal richtig heiß. Wir rennen jetzt rum.
Mein Dad hat sich gestern wieder über Hippies aufgeregt. Braune Bande. Barfüßige Bahnhofspenner. So rennt er ja normal rum. Füßen, keine Ahnung, was er gegen barfüßige Leute hat. Man sollte meinem Dad niemals barfuß begegnen. Ich kam letztens vom Schwimmen und hatte noch keine Schuhe an. Da beschimpfte er mich, dass ich langsam zum Hippie werde. Oder das rennst du von deinem Problem davon und verlässt uns, um dich selbst zu finden und so. Und ich so, was? Dad, ich hol mir nur eine Limo. Barfuß. Damit fängt's immer an, sagte er. Die hatten jetzt auch nicht wirklich gute Klamotten. So, Autohandel. Fand ich jetzt auch nicht so überragend. No. Horatio, Mann, ich bin's. Halt durch. Oh, hey, ruf den Notarzt, Josh. Ruf den Notarzt. Halt durch. Halt durch. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, Mann. Hilfe ist unterwegs. Halt durch. Alter, ist er jetzt tot? Er ist tot, Leute. Sitara Joss ist wirklich tot. Oh mein Gott, Marcus, hau sofort da ab! Fuck! Halt, Moment! Du bist schlau, oder? Ja, ich bin schlau. Nicht schlau genug, um zu entkommen. Den ganzen Quatsch, den ihr offenbar wisst, den verrätst du uns. Euch verrate ich den Scheiß. Fick dich. Fick dich, Mann! Okay. Fuck! Verschwinde da, Marcus, du! Du musst da weg! Fuck. Noch nicht. Jetzt kriegen sie das Maul. Ich will diese Arschlöcher schnappen. Ungewöhnliche Telefonaktivitäten?